So, meine Lieben, pünktlich um 11 Uhr sonntags bin ich wieder live, wie mittwochs 19 Uhr, auch sonntags dann um 11. Ist es wieder soweit, die Deko-Sprechstunde, beziehungsweise Sonntag ist ja immer der Special Style Sunday. Und da dekorieren wir zusammen. Heute geht es um herbstliche XL-Dekorationen, die ich auch als Tagesangebot bzw. Wochenangebot habe für euch. Ein bisschen Sachen, die man dazu dekorieren kann, Ideen, Neuheiten natürlich, auf die ihr auch gewartet habt, die ihr vielleicht auch im Shop unter Neuheiten schon gesehen habt. Alles zu finden unter www.styleyourhome.tv. So viel dazu und ich freue mich, meine Dekohasen begrüßen zu dürfen. Die Sigrid sehe ich und die Gabi, die Ines, Hallöchen. Das ist ein Riesenhaus, ne? Kommt leider auf dem Foto gar nicht so rüber. Deswegen haben wir uns entschieden, das machen wir als Angebot der Woche. Das ist so groß, da gibt es so viele Deko-Ideen, das muss gezeigt werden. Und das muss jeder einmal sehen, dass ihr das auch wirklich zum Superpreis schnappen könnt. Ne? Also haben wir ja festgehalten, Schnieschnall, Schnabbi. Gabi, Hallöchen, Timo, guten Morgen. Oh, dann viel Gesundheit, mein Lieber. Jasmin, hallo, Kerstin, Andrea, grüß dich auch ganz besonders. Monique, hallo, Jana, schön, dass ihr dabei seid. Hallo, liebe Sandra, guck mal, seid ihr auch alle dabei? Das ist mittlerweile wirklich auch eine schöne Tradition. Immer sonntags um 11 ist eine ganz gemütliche Zeit. Ich habe hier schon mein Teechen in der Hand. Hallo, liebe Cornelia, grüß dich. Tatjana, Mahlzeit ja bei dir, ne? Bei mir ist noch irgendwie früh, bei dir ist schon Mittag. Ganz klar, das glaube ich dir, mit deinem Baby ist da schon der Tag lange hin. Jasmin, hallo, Martina, grüß dich. Hammergeil, sagt die Cornelia. Ja, also das stimmt, das muss man einfach mal so sagen. Lara, hallöchen, guten Morgen, Saskia, Nadine. Die Pilze habe ich mir schon gesichert. Ja, ich habe gesehen, da war nur noch, ist jetzt mittlerweile nur noch einmal da, wenn überhaupt noch, ne? Deswegen da gerne schauen. Einmal noch die XXL-Pilze. Ja, das ist, die haben einmal, dass ihr auch das seht, ein paar kleine Sternenmuster, haben so ein bisschen, ja, fast auch so Chevy-Chic-Charakter mit einem Holzfuß. Also sehr, sehr stabil, auch sehr schwer, ehrlich gesagt. Coole Dekoration, eigentlich für einen Treppenaufgang, finde ich, für eine Bodendekoration oder wenn man niedrige Sideboards hat, ist diese XL-Herbstdekoration eine wirklich coole Geschichte. Melanie, Heike, Hallöchen, Silke, Dani, Kerstin, guten Morgen. Ich habe sogar meinen Tee passend, kann man das sehen? Ich will es nicht auskippen. Jupp, in einem Bäreton, trinkt nämlich Granatapfeltee. Und ja, habe so meine Deko mit dem Tee angepasst. Nein, ist Quatsch. War reiner Zufall, aber ich hatte heute Lust. Liebe Brigitte, Hallöchen, grüß dich. Und die Verena natürlich bestimmt auch. Bianca, hallo. Christina, sehr schön. Ja, dem Timo schicken wir auf jeden Fall gute Besserung. Ja, passendes Kleid, ne, Cornelia? Fand ich auch. Wenn ihr noch die Blümchen seht, dann denkt ihr, da weiß man nicht mehr, was eins ist. Ist es Stefan, hier ist es die Blume, man weiß es dann nicht mehr genau. Jetzt hier zu dem neutralen Pilzen und dem Haus, da sieht man es noch ganz gut. Ne? Hier, guck mal, warte, zeige ich dir mal. Schwupp. Ich habe ja jetzt hier immer noch mein kleines Kabel, deswegen muss ich immer aufpassen. Mal sehen, was heute noch so passiert. So, liebe Irene, Hallöchen, guten Morgen. Dagmar, genau, an die Urlauber Brigitte und Verena, liebe Grüße. Carola, du warst heute, glaube ich, die allererste, die sich das Tagesangebot geschnappt hat. Und das ist gut, weil ich glaube, es ist jetzt auch schon ausverkauft. Dafür habe ich aber auch direkt die Sonnenblume noch im Angebot ganz oben reingesetzt. Auch auf der Seite www.styleyourhome.tv findet ihr unter Angeboten direkt oben auch die Sonnenblume, die große. Die habe ich euch auf 6,90 € gesetzt. Das ist natürlich ein mega Schnappi. 11,90 € kam sie vorher. Und 6,90 € habe ich euch für den heutigen Tag als Angebot reingesetzt. Damit man trotzdem irgendwie, wenn man schon auch zuschaut, vielleicht wirklich was schnappen kann. Deswegen, das war so meine schnellste Idee, nachdem ich heute Morgen gesehen habe, dass irgendwie oder gerade eben nur noch ein Pilzett da war.
Aber von den Pilzhäusern, das machen wir als Angebot der Woche. Aber da habt ihr auch schon ganz fleißig zugegriffen, weil von 49 Euro auf 19 Euro ist natürlich auch ein Wahnsinnsschnapper. Und jetzt mal dazu, wie groß die sind. Und klar zeige ich euch natürlich auch meine neuen Elefanten. Und klar zeige ich natürlich der Dagmar auf jeden Fall und euch allen auch die Deko-Ideen mit dem bereits ausverkauften Windlicht in Gold. Passt übrigens so perfekt zusammen. Hab aber auch noch für dich, liebe Dagmar, ein paar Deko-Ideen mehr dazu zusammengestellt, damit du auch möglichst viel, vielleicht tatsächlich ein bisschen umdekorieren könnt. Den großen und den kleinen Elefanten, den ich gestern mit in der Studiodekoration hatte bei QVC, ähnlich vom Stil her wie die Schmuckeulen auch, habe ich auf jeden Fall da. Sind auch schon online. Für Elefantenliebhaber auf jeden Fall auch ein absolutes Muss. Was ich auch nochmal da habe, was ich auch sehr schön finde als Idee mit dem grauen Pilzhaus, habe ich jetzt hier ganz, ganz neu heute noch heute Morgen online gesetzt. Mein Olivenbäumchen. Tatsächlich aus Eigennutz gekauft, weil Bodo und ich, wir lieben ja so diese Olivenbäume. Wir sind ja nun mal sehr gerne in Spanien. Und ich habe ihm auch drei große Olivenbäume zu Hause hingestellt. Aber so XXL, schweineteuer, ehrlich gesagt. Aber gut, bin ich ja direkt an der Quelle. Und diese kleinen finde ich ganz süß, so für den Küchentisch. Wir haben eine große Kücheninsel. Wir kochen ja sehr, sehr gerne und auch viel und das auch zusammen. Und da ist auch schön, wenn das Ambiente natürlich stimmt. Und wenn sich dann so zu den großen Olivenbäumen noch was Kleines dazugesellt, finde ich das optisch sehr, sehr schön. Hätten wir ein Fensterbrett, stände es auch da. Oder wie ich bei mir zum Beispiel hier gesehen habe, ich finde es total süß auf meinem Tablett, wo ich ganz viel Öl und Essig und die Gewürze habe, da hinzustellen, finde ich auch sehr süß. Die Idee durch den Betontopf mit dem schönen Pilzhaus finde ich auch ganz süß, was leuchtet. Also da auch nochmal. Und vieles noch mehr. Ich sitze mal, weil das ist wieder eine Neuheit. Lara, ja, wir sind auf jeden Fall fleißig. Das stimmt, das stimmt. Also, ihr Lieben, ich sehe, wir haben ganz viele Zuschauer. Wir haben mal unsere. Du musst dieses Kabel wegmachen, es knackt. Ach so, gut. Dann mache ich das weg. Knacken wollen wir ja. Ist das weg. So, dann rede ich einfach ein bisschen lauter. Das kurze Kabel bringt es auch nicht mehr. Dann jetzt zu unseren Deko-Ideen. Und dazu, hier zum Beispiel, ich zeige es euch nochmal gerne, das Riesenhaus. Mal schauen, dass ich hier meine Deko stehen lasse. Das ist wirklich groß. Ja, das ist wirklich groß. Das kannst du dir sehr, sehr gut im Eingangsbereich hin dekorieren. Direkt auch tatsächlich in Polyresin, das kannst du auch vor die Tür stellen. Das denke ich ist absolut beständig. Also Eingangsbereich jetzt gerade für die Herbstdekoration, der Eingang zu Schlumpfhausen ist hier der Eingang zu Schlumpfhausen. Total süß. Die schönen Pilzhäuschen, ein großes und noch ein kleines dazu. Und noch ein bisschen Pilzdeko oben in Holzoptik, ist aber Polyresin. Das lässt sich ja wirklich sehr, sehr gut ja, bearbeiten, damit man es so möglichst authentisch auch hat. Und das finde ich cool, wirklich im Eingangsbereich. Und das für 19,90 € zu schnappen, ist, glaube ich, wirklich meine absolute Empfehlung für die Herbstdekoration. Du kannst es dir nicht nur im Eingangsbereich vorne vor die Tür stellen, du kannst es dir im Treppenaufgang so an die Ecke zum Beispiel stellen, weil es sehr, sehr groß ist. Wenn du eine Bodendekoration möchtest, dann ist das eine schöne Idee und dazu gerne auch noch eine Vase mit Sonnenblumen zum Beispiel oder so Herbstblüten. Aber auch sehr, sehr schön, wenn du gerne so eine Seitenbord-Dekoration als Landschaft dekorierst. Wie im Winter die Winterlandschaft mit den schönen Kirchen und kleinen Hütten. Das kann man natürlich im Herbst auch sehr, sehr gut machen. Dann ist das hier zu sagen. Das große Stück, worum sich dann alles dreht. Ja, hier wohnt Papa Schlumpf, ne? Und um Papa Schlumpf kommen dann die kleineren Pilze.
Zum Beispiel, wenn ihr euch die noch geschnappt habt, in Silber, aber es gibt ja auch sehr, sehr schöne, ich habe die schon eindekoriert in Gold, die man nochmal mit dazu kombinieren kann. Das ist ein Zweier-Set. Es gibt auch sehr süß, die Empfehlung auch zu dem goldenen Windlicht, zeige ich dir aber gleich, Dagmar, die Eichhörnchen auf den Pilzen, die passen auch sehr, sehr gut dazu. Liebe Ramona, dir auch einen schönen Sonntag. Franzi, hallo. Oh, ich komme nicht, so gut dahin. Es ist so weit weg, weil so viel da steht. Einen großen Igel, genau, leuchtende Kerze auf jeden Fall, Lara. Das Tagesangebot ist schon ausverkauft. Erfreut euch an der Dekoration, die Vivi hat schon gerade eben ein Update gegeben. Hier zu der Sonnenblume, das finde ich, wie gesagt, eine sehr schöne Idee, die noch dazu zu legen, vor allem die große. Die habe ich euch jetzt für 6,90 Euro heute reingesetzt. Gut auch der altbewährte, neue ist aber ganz neu, aber den ich immer wieder sehr, sehr gerne überall mit rein dekoriere. Der Herbstzweig, den habe ich jetzt so ein bisschen auseinandergebogen, seht ihr das? Damit es, wenn es liegt, noch mehr Struktur hat. Dann kannst du das hier auch so schön genau an der Sonnenblume rein. Vor das Pilzhäuschen finde ich auch immer süß. Du, liebe Sandra, na, alles zu seiner Zeit, wenn man das, wir finden garantiert wieder was anderes Schönes, das verspreche ich dir. So, die finde ich zum Beispiel auch ganz süß. Ich fand auch die, oh, hier, warte, da, irgendwas, jetzt ist es weg. Also die kleinen Eichhörnchen sind niedlich, das finde ich auf jeden Fall schön. Hier die Vögelchen, die Rotkehlchen, passen natürlich gerade mit der gelben Blüte sehr gut zu Sonnenblumen. Also auch die kleinen Blüten von den Sonnenblumen sind leider schon ausverkauft, habe ich heute gesehen. Aber wenn ihr die habt, also generell auch Sonnenblumen, sind ja auf jeden Fall zeitlos schön, passen die tollen Vögelchen, die gibt es auch als Blaumeisen. Ich habe sie jetzt als Rotkehlchen. Sehr, sehr schön mit dazu. Das kannst du auch zu deinem XL-Haus mit reinstellen. Seite, so kann man hier so schön hinstellen, da finden sich die gelben Blumen wieder zu den orangenen und der Sonnenblume. Das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. So, davon verabschieden wir uns leider. Adiosos. Die Tour mal zur Seite, damit hier keiner eine lange Nase hat, das fände ich jetzt auch, doof, würde mir auch nicht gefallen, wenn ich was sehe, was ich nicht mehr haben kann. Aber dafür umso mehr. Auch hier die schöne Dekoration mit der Eule. Dazu finde ich passend das tolle große Windlicht mit den Ahornblättern. Und dann habe ich hier noch hier hinten den goldenen Pilz dazugestellt. Und dann finde ich, ich muss ja ein bisschen jonglieren. Es wird spannend, es wird spannend. Obacht. So, guck mal. Finde ich auch wieder ganz süß. Hier wegen der orangen Blüte. Blumen gehen immer noch mal ganz gut. Blumen, Licht und süße. Blumen, Licht und süße Deko. Das ist ein Muss, wenn man es schön haben möchte zu Hause, wenn man sich wohlfühlen möchte. Ich finde, das gehört einfach zusammen. Und dann kannst du hier von allen Seiten ein bisschen gucken. Die Eule schaukelt sich auch hier so schön durchs Leben. Lisa, Hallöchen. Grüß dich, Karin. Die schöne Eule, genau. Ach geil, Food Hotel. Na dann. Also was für Hoteldekoration? Also mal ganz ehrlich, cool, dass ich das gesehen habe. Günstiger kommt er nicht, eine große Herbstdekoration. Schnappt euch für 19,90 Euro. Perfekt für Hoteldekoration. Im Eingangsbereich, Treppenaufgang, sage ich doch. Da braucht man auch was, was man wirklich sieht. Ne? Nicht, dass man da drüber stolpert und man klein zu Hause. Ist es irgendwie ganz cool, wenn man sich so Schlumpfhausen dekorieren möchte zum Herbst. Und darum, um das große, den großen Papa-Schlumpfeingang so ein bisschen drumherum zu dekorieren. Schnappt euch gerne hier, guck mal, die großen Sonnenblumen, ja, XXL, riesig für eine große Bodenmaße, perfekt. Ich muss ein bisschen näher rankommen wegen dem Mikrofon. Für eine große Bodenmaße, perfekt. Die habe ich auf 6,90 Euro reduziert. Ich glaube, günstiger bekommt er sie auch
nirgendwo. Kann man hier auch nochmal die Blätter ein bisschen auseinanderbiegen. Man kann die auch ein bisschen einbiegen, wenn man das möchte. Die kann man aber auch ganz gerade, je nachdem, wie man sie dekorieren möchte. Und das sind oftmals schon 3 Stück, finde ich, in der großen Bodenvase. Sieht schon ganz toll aus. Kerstin, ich danke euch für die Nachricht. Achso, alles klar, wunderbar. Sehr, sehr gerne. Guten Morgen, liebe Birgit. So, die Feen sahen bestimmt auch schön aus im Haus. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ach, eine habe ich da hinten gemacht. Das ist auch eine ganz süße Idee. Aber ich habe ja, ja, ich zeige euch erstmal alles, das, was ich jetzt hier dekoriert habe. Du meinst den, dieser herbstliche, der herbstliche Zweig, Lara? Den habe ich einzeln, aber da steht auch weiter nicht dazu, irgendwie 30 cm herbstlicher Zweig. Carmen, Hallöchen. So, also das finde ich sehr schön. Passend dazu auch gerne das XL Windlicht mit den Ahornblättern und Eichenblättern. Und Kastanienblättern, was man alles dabei hat. Guck mal, seht ihr das? Dass das dann auch so durchleuchtet. Von außen aber auch diese gefrostete, geeiste ja, Veredelung. Das finde ich total großartig. Das mag ich schon sehr gerne, weil es einfach besonders aussieht und elegant aussieht. Innen drin mit einer Mini-Lichterkette fest verankert. 3 AA-Batterien drin kommen rein, hat aber auch eine Zeitschaltuhr, das ist ganz praktisch. Das heißt, wenn man dann schon auch dekoriert, vielleicht auf dem Boden, muss man sich nicht immer bücken. Das Windlicht geht von alleine an und aus jeden Tag. Die zweite Variante zu dem Braun, was ich habe, ist Kupfer. Also das eine ist Karamell, dieser tolle Karamellton. Und das andere ist so ein Rotbraun, so ein schöner Kupferton, der genauso von außen diesen gefrosteten Effekt hat, aber auch diese tollen Blätter für die Herbstdekoration und die leuchten dann abends nochmal umso mehr raus. Und passend, wenn man alles so ein bisschen diese Holzoptik haben möchte, finde ich auch dieses tolle Windlicht mit den goldenen Blättern und mintfarbenen grünen Blättern im Grunde vom Grundton her ein toller Auberginenton. Und Beere ist ja, ne? Beere ist halt natürlich absolut trendy dieses Jahr in der Dekoration. Da kann man hier schön auch nochmal kombinieren und ein bisschen Licht reinbringen in Schlumpfhausen. Kann man sie auch ein bisschen schräg stellen. Das finde ich zum Beispiel ganz süß. Durchaus auch vielleicht auch ein bisschen weiter hinten. Auch eine süße Idee, dass man so ein bisschen den Hintergrund auch so durchscheinen lässt. Das finde ich auch ganz süß. Unbedingt, ich muss das hier nochmal hingeben, weil ich das so schön finde. Von den Blümchen her. So, die Vögelchen wollen wieder von fliegen. Ich sehe schon. Können wir hier auch nochmal zu den Zweigen gut setzen. Ne? Also dekorieren macht definitiv Spaß und dekorieren macht gute Laune und dekorieren macht glücklich. Also herzlich willkommen bei www.stylehome.tv. Alles, was ich euch zeige, alles, was ihr im Hintergrund seht, bekommt ihr tatsächlich in meinem Online-Shop. Guckt gerne mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt immer sonntags auf jeden Fall ein Tagesangebot. Es gibt immer ab Sonntag ein Wochenangebot, was eine Woche gilt. Mittwochabend herzlich willkommen da auch. Um 19 Uhr sehen wir uns auch immer live zur Deko-Sprechstunde, wo wir viele Neuheiten auch zeigen und auch zusammen dekorieren können und gucken, was passt zusammen, ich euren Wünschen nachgehen kann und vielleicht tatsächlich auch was dekorieren. Denn großartig, und ihr wartet ja bestimmt auch schon drauf, sind diese tollen Lackblumen. Warte, wo ist die dunkle? Hier, ja. Die tollen Lackblumen und der Lackzweig. Oh, den meintest du wahrscheinlich auch, Lara, ne? Der ist ja auch richtig toll. Was das Tolle daran ist, ihr seht das schon, ich kann den auseinanderfächern und biegen, sodass ich da im Prinzip auch die Blumen so ein bisschen einrahmen kann. Angelika, Hallöchen. Grüß dich, liebe Sabine, Elisabeth. Ja, Filzhaus, nicht Filzsoße. Toll, einfach toll. Ja, Dankeschön.
in den Windlichtern. Also ich habe jetzt in dem großen Windlichter ist so eine Lichterkette, die ist aber fest integriert. Und in den kleinen habe ich jetzt meine flammlosen Kerzen reingemacht. So. Ja, liebe Lisa, bei DHL dauert es etwas tatsächlich und bei uns tatsächlich auch. Wir hatten ja Anfang der Woche technische Schwierigkeiten in allen Belangen, ehrlich gesagt. Danach kam noch ja, das Urlaubsthema dazu, Krankheit kam auch noch dazu. Also irgendwie waren wir auch sehr schwach auf der Brust, aber bei uns läuft alles wieder in seinen geordneten Bahnen. Demzufolge könnt ihr euch auch zeitnah auf eure Pakete freuen und ordentlich wieder dekorieren. Also das muss ich euch auch echt ein bisschen näher zeigen, weil diese Lackblumen, also dieser Metallic-Look in dem tollen Taubton, innen drin in Gold, deswegen findet ihr die auch unter der Luxury-Serie, in dem Rosa, das ist ein schönes Alt-Rosé und in diesem Wahnsinns-Bäreton, das ist mein absoluter Favorit, der Bäreton. Ich finde aber auch alle drei kombiniert durchaus mit den Hortensien und dem Zweig, mit den Lackblättern, mit den Metallic-Look-Blättern großartig. Dazu meine bärenfarbene Vase und ich finde es richtig geil. Ich habe sie hier auch nochmal in Grün und habe nochmal andere Blätter mit dazu gelegt. Auch dieses Burgundi-Blatt, was diesen Kautschuk-Effekt hat und sehr, sehr cool ist. Das auf jeden Fall nochmal auch mit den Hortensienblüten. Kann ich euch gerne auch noch zeigen, aber hier auf jeden Fall erstmal unbedingt diese großen Pionien sind ja tatsächlich so eine Art Tulpen. Ne? Das sind so wilde Tulpen, soweit ich mir das gemerkt habe. Miriam, hallo, Daniel, schön, dass ihr alle dabei seid. Ich freue mich total. Dekoriert mit mir. Gerade aktuell Herbstsachen. Ihr findet hier ganz viele schöne neue Sachen, spannende Ideen. Wir tauschen uns gerne hier aus und ich zeige euch gerne, wenn ihr was genauer sehen möchtet, eben auch ganz genau. Ne? Oder Irene sagt Pfingstrosen. Ja, könnte auch sein. Auf jeden Fall sind sie, zeige es euch gerne nochmal, richtig, richtig schön. Vor allem in der Mitte auch mit diesem Gold. Finde ich großartig in allen drei Farben. Ich zeige euch aber auch nochmal den tollen Blätterkranz. Also ich hatte jetzt hier auch nochmal meinen schönen Hortensienkranz in dem Bäreton drunter getan. Ich finde es einfach eine süße Idee, zusammen kombiniert. Gefällt mir richtig, richtig gut. Aber es ist ja auch meine Farbe. Cornelia hatte das am Kleid richtig festgestellt. Die Blumen im Metallic sehen super aus, sagt die Brigitte. Ich finde auch ganz toll. Sonja schreibt auch, meine Liebe, was schreibst du? Die Vase sieht ja super aus. Können wir direkt so eins zu eins bei mir hinstellen. Ja, denke ich mir. Denke ich mir. So, aber genau, das zeige ich euch auf jeden Fall, weil das auch sehr, sehr cool zu diesen tollen Gräsern passt. Und die Gräser, die kann man natürlich hier auch zu Schlumpfhausen gut stellen. Ja, das finde ich nämlich auch schön. Die stehen ja für sich ganz gut hier und können so ein bisschen auch gebogen werden. Dazu das schöne Licht finde ich auch hervorragend. Und dann hat man da natürlich auch eine schöne, schöne Herbstdekoration, ein bisschen was Luftiges auch dazu. Das Bildhaus ist sehr groß, Angelika, das ist wahr. So, guck mal, die finde ich auch schön, vor allem in dieser tollen Lack-Metallic-Optik, in dem Aprikot, ganz pastellig und auch ein bisschen so Lachsfarben, das ist changiert auch. Die Farben sind hier ein bisschen unterschiedlich, das finde ich toll. Du hast im Prinzip einen Zweig mit 1, 2, 3, 4 Unterzweigen. Und jetzt kannst du aber auch hergehen und kannst tatsächlich auch alles nochmal biegen. Demzufolge sieht das nämlich bei mir auch so anders aus vom Zweig her, weil du das hier nochmal überall einbiegen kannst und somit der schöne Zweig
multifunktional einsetzbar ist. Also schön auseinanderfächern, das ist meine absolute Empfehlung. Klar kannst du den natürlich auch zusammen machen und sagen, okay, wenn du das so ein bisschen enger dekorieren möchtest, weil du diese Apricot-Lack-Optik gerne dekorieren möchtest, kann ich das gut verstehen, weil es ja auch einfach schön ist. Dann kannst du das auch enger machen, aber wenn du es auseinandergebogen hast, dann hast du das nämlich so, wie ich auch hier in der Vase, dann kannst du nämlich das Ganze schön breit fächern und im Prinzip hinten so die Blumen auch nochmal einrahmen. Das finde ich eine schöne Idee. Oder ich zeige euch das gerne auch mal eben hier bei meiner, da ich ja kein Mikrofon habe, kann ich auch gehen, aber dann werde ich ein bisschen leiser. Aber ich wollte es euch unbedingt auch zeigen. Schaut mal, auch total süß, oder? Da habe ich jetzt die grüne Vase genommen von mir und habe auch hier diese Burgundi-Blätter. Kommen auch nochmal etwas größer. Meine Hortensien, zwei in Beeren, eine in Rosa und dann auch einfach den Zweig rein und das Ganze so ein bisschen umrahmt. Ich finde es total süß. Mir gefällt es, kann man aber, kann jeder anders machen natürlich. Ich freue mich auf eure Deko-Bilder, wie ihr den Zweig einsetzt. Tatjana schreibt mir gerade eine WhatsApp-Nachricht. Hallo Liebes, wo darf ich den Makaron-Kerze bestellen? Bei QVC nur aktuell, meine liebe Tatjana. Makaron-Duft, den du gesehen hast auf meiner Facebook-Seite, auf den du auch gewartet hast, den gibt es nur bei qvc.de. Da darfst du das gerne bestellen. Oder du wartest ein bisschen, bis ich ihn im Shop habe. Lass erstmal deine Luxury Dream runterbrennen und deine Vanilla Paradise und dann gucken wir mal, wann die Makaron kommt, oder? Können wir auch machen. Noch schöner, ne? Mit der grünen Vase. Ist nochmal ein toller Hingucker. Na gut, jetzt, ne? Ich bin ja einfach ein rosa, bei mir ist ja das rosa Herz ganz ausgeprägt. Aber wenn man es, guck mal, so auch hinstellen möchte mit der grünen Vase, ist das natürlich eine schöne Kombination. Dann hat man trotzdem die Beerentöne und diesen Creme-Aprikot-Ton, der nochmal toll ist. Ja, alles klar. Wir favorieren also die grüne Vase. Also Ton habe ich diesmal. Also bei mir müsste mein Internet ist hier volle Kanne aufgebaut. So, also das habt ihr auf einmal gesehen. So. Das Schöne ist, dass wir ja nachher, wenn ich sich nochmal hochlädt, das Video, dass du das dann auch durchgehend ohne Aussätze ja, sehen kannst. Das ist immer ganz gut im Nachhinein nochmal. Ansonsten hoffe ich und sehe schon, dass bei euch das alles soweit gut läuft. Das ist schön. Dann gibt es mal speziell auch für Dagmar jetzt ein paar neue Deko-Ideen. Mein Tipp aber auch noch, bevor ich zu den Elefanten komme, finde ich es sehr schön, auch zu dem Haus die Dahlienzweig, den XL-Zweig zu dekorieren. Den hatte ich auch, habt ihr vielleicht auf dem Foto schon gesehen. Das ist ja dieser ganz lange Zweig. Den hatte ich bei der Sabine direkt von der Decke tatsächlich abgehangen und so als herbstliche Dekoration als Ranke runterranken lassen. Ist aber auch sehr schön als schöne Tischdekoration für das Sideboard und gerade wenn man hier so XL dekoriert, das ist schon groß, das ist ein ausladendes. Dann kannst du dir das auch ein bisschen einbiegen. Dann kannst du das nämlich hier auch direkt um den, das mal ein bisschen höher, damit ihr das sehen könnt, ganz süß um den Pilz drumherum auch dekorieren. Ja, also der Kranz wäre zu klein, dafür ist das Pilzhaus einfach zu groß. Aber, warte, so, ist schon dunkel hier bei mir. Aber mit dem Zweig kannst du im Prinzip schön drumherum ranken und hast ja gleich die ganze blumige Deko drumherum. Finde ich auch sehr süß. Zeigst du den Aprikotblätter mit den Gräsern? Ja, kann ich auch. Gräser habe ich ja da. Ja, auf jeden Fall. Natürlich, du meinst, Diana, ja, das passt auch sehr, sehr schön zusammen. Und noch eine Lichterkette drumherum gewickelt. Elisabeth, da hast du völlig recht. Vielleicht die
10er Lichterkette oder die 20er von letztem Jahr, dann pinkt man das auch nochmal richtig auf. Ich bin zu dunkel, hier muss man antippen. Wie ist das denn mit? Ich hoffe, ihr seht ausreichend. Der zweite zu dekorieren, da hast du völlig recht. Ganz süß. Warte. Natürlich, du wolltest das gerne nochmal sehen. So. Kann ich aber auch wieder ein bisschen auseinanderbiegen. Ja. Das war das, was du gerne sehen wolltest, liebe Sandra. Auf jeden Fall empfehlenswert, passt gut zusammen. Die Gabi schreibt, das Haus ist so schön, aber leider für meine kleine Wohnung zu groß. Also das ist in der Tat, es ist groß. Ja, habe ich ja geschrieben, XL Herbstdekoration. Aber darf natürlich gerade wer Platz hat und was sucht im Eingangsbereich als Bodendekoration oder so niedrige Sideboards hat und sich so richtig schön so ein herbstliches Schumpausen dekorieren möchte für die gute Laune. Mit vielleicht noch Feen, Elfen, ne? Kleinen Zwergen auch, wie süß das ist. Und dann nochmal, was ich auch sehr schön finde dazu, als Farbtupfer. Ich habe jetzt hier in meinem Kranz drin, diesen tollen Herbstkranz. Das ist jetzt der ganz kleine und den habe ich aber auch in XL. Das ist die kleinste Größe. Die größte ist da unten mit 40 cm, der ganz große Kranz. Findet ihr auch bei mir im Shop unter www.stylehoben.tv. Und das ist so der kleine, da passt hier dieser rote Pilz ganz gut rein. Den musste ich aber ein bisschen quetschen, ehrlich gesagt. Aber wo ein Wille, da ein Weg. Und das kann man hier auch noch schön mit dazu. Das habe ich euch ja als Zweier-Set. Ich glaube, es ist noch was da, wenn aber noch ganz kleine Mengen. Kommt auch nichts mehr rein, also das muss ich euch gleich noch mit sagen. Alles, was ihr hier seht, ist leider in der einzigen Menge verfügbar. Dafür kommen immer wieder andere Deko-Ideen. Das finde ich auch ganz süß. Ne? Könnte man jetzt eigentlich auch noch hergehen. Nochmal die Rotkehlchen dazu dekorieren. Ach, das ist ja auch alles, das ist ja alles wieder schön. Aber ich habe noch ein paar neue Sachen. Josef, Hallöchen, Nancy, grüß dich. Also das ist auch sehr süß, oder? Für die Dekoration. Ich würde dann sogar auch überlegen, hier dann mit Kupfer weiterzumachen. Also in den Brauntönen passt das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Was auch schön dazu passt, ist das Pilzhaus, das Beleuchtete mit den Herzen in dem Cremeton. Das finde ich auch ganz niedlich. Das könnte man sich hier auch noch schön mit dazu stellen, damit es nochmal ein bisschen leuchtet. Finde ich, passt auch farblich extrem gut zusammen. Vor allem hat es hier ganz viele Herzchen oben, die leuchten. Hinten nochmal, da leuchtet auch noch ein Herzchen. Hier oben leuchtet es raus. Also das finde ich ganz, ganz niedlich. Gefällt mir richtig gut. Eine absolute Empfehlung für eine süße Herbstdekoration. Und kann man hier nochmal schön auch farblich gut ergänzen. So, Ingrid schreibt, da hast du recht. Wirklich groß. Habe es mir aber trotzdem gesichert für den Hauseingang. Ist perfekt dafür, liebe Ingrid, ganz genau. Perfekt dafür. Ansonsten, wer es kleiner haben möchte, nimm das. Kann ich also nur empfehlen, das ist absolut süß. Und die Brigitte hat sich das ja aus dem Urlaub schon gesichert, steht für dich bereit, das hellgraue Häuschen. Sieht tatsächlich irgendwie aus wie so ein Gesicht auch. Dazu empfehle ich euch das kleine Betontöpfchen mit den Oliven. Das passt nämlich extrem gut dazu. Eine schöne Küchendekoration, finde ich. Gerade morgens. ist wirklich immer schön, wenn man in die Küche kommt und man hat was Niedliches. Auf dem Weg zur Kaffeemaschine, noch mit Schlafsand in den Augen. Ist immer schön, wenn man da was Niedliches hat, das leuchtet ja auch.
kann natürlich noch mal eine Kerze dazustellen, wenn man möchte. Und dann ist das schon mal süß, dass man morgens so nett in den Tag geschickt wird mit schöner Dekoration. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Genauso wie die Kuscheleinheit morgens wichtig ist, ist auch eine schöne Deko zu sehen wichtig, damit man gut in den Tag startet. Man merkt mir das an, wenn ich das nicht hatte. Hallo, lieber Ronny, grüß dich. So, Sandra schreibt, der Korb, den du dekoriert hattest mit den Wiesenblumen, ja, und den Gräsern, genau, bei meiner Freundin Sabine. Stellst du dir auch so zusammen ins Haus, sehr schön. Verena hat sich die... Ach, den Ast mit dem Vogel und dem Igel. Ja, zeige ich auch nochmal. Ich glaube, die sind auch schon ausverkauft oder wenn, ist irgendwie nur noch ein Teil da, habe ich gesehen. Also weiß ich nicht, möchte euch da auch keine lange Nase machen. Aber damit ihr wisst, wovon Brigitte gerade spricht, das, die wäre in der Süß gekauft. Also finde ich auch schön mit den kleinen Fliegenpilzen. Es gab ja noch die Variante Eule mit Spatz. Die hast du, glaube ich, Brigitte, ne? Und die Verena hat dann das Igelchen. Dazu meine Empfehlung unbedingt auch die süßen Pilzhäuser, weil die passen natürlich hier vom Fliegenpilzdesign nochmal mit dazu und sind ideal als Ergänzung. Ja, und du Eule, genau, das hatte ich doch gesehen. So, Dagmar, jetzt zu deinen Sachen, die du gerne sehen wolltest. Den großen Oschi, stellen wir jetzt mal zur Seite. Ah, der ist garantiert stabil. Also auch wenn ihr Hunde habt, wenn ihr Katzen habt, wenn ihr kleine Kinder habt oder selber irgendwie sagt, ihr seid ungeschickt, das große Pilzhaus steht wie eine Eins. Braucht ihr keine Sorgen haben. So, dekorieren immer gerne. Grundsätzlich mit dem Ast, das finde ich nämlich immer schön. Dann habe ich hier nochmal das Ganze, was ich euch zeigen wollte mit der schaukelnden Eule, dem goldenen Pilz, dem kupferfarbenen Windlicht mit den Ahornblättern. Auf dem Ast finde ich auch eine ganz, ganz niedliche Deko-Idee, die mir richtig gut gefällt. Vor allem finde ich die Eule so geil, die hier so schön hin und her schaukelt. Auf dem Ast. Ich zeige es euch gerne mal näher in dem Polyresin. Sehr, sehr hochwertig gemacht, vor allem sehr authentisch, sieht aus wie echtes Holz, die Eule auch. Und dann dieses tolle Windlicht mit dem Ahornblättern. Da habe ich jetzt auch meine flammlose Kerze drin, meine Stylio Home Kerze aktuell. Es gehen echte Kerzen, ja auch flammlose Kerzen. Die finde ich richtig schön, weil vom Farbtupfer her die perfekt diesem Orange mit dem Zweig gut passt. Das ist nämlich eine schöne Kombination, die farblich gut abgestimmt ist. Ich zeige euch das gerne auch nochmal einzeln, weil dieser Orangeton toll mit dem Windlicht zusammenpasst. Das ist dieser kleine herbstliche Zweig, 30 cm findet ihr in der herbstlichen Deko-Zweig. Und da meine Empfehlung einfach tatsächlich so ein bisschen auch die Blätter und die Blüten auseinanderbiegen, damit wenn ihr das als Tischgesteck hinlegt, so einen richtigen 3D-Effekt eben bekommt nach oben. Kannst du auch gut hier so reinstellen. Mit der flammlosen Kerze dann aber natürlich nur. Und das dekorieren. Das sieht auch sehr süß aus. Auch eine schöne Geschenkidee. Aber ich finde es auch hier schön mit der Eule. Der Schaukelten. So. Treibt es ganz schön wild, die Eule hier. Die hat auf jeden Fall Spaß. Und das ist ja auch so wichtig. Spaß müssen wir alle mal immer haben. Das ist das Wichtigste. Das kann uns keiner nehmen, wie wir zu Hause dekorieren, wie wir unser Zuhause haben, wo wir unsere Energie herholen. Das bestimmen nur wir ganz alleine und das ist mit schöner Dekoration einfach gut gemacht. Also ein schönes Zuhause gibt uns ja die Kraft, gibt uns Energie, lässt uns wohlfühlen. Und wie es da aussieht, das bestimmt ihr ganz alleine. Tipps kriegt ihr sehr, sehr gerne von mir. Tipps findet ihr auch auf meiner Seite www.stylehome.tv. Unten gibt es immer, wenn ihr runterscrollt, eine schöne Bildergalerie mit ganz, ganz vielen tollen Deko-Ideen von unseren ganzen Deko-Hasen aus der Deko-Hasen-Gruppe, die natürlich alle an der Stelle auch nochmal herzlich gegrüßt sind. Aber auch viele, die jetzt neu reinschalten, herzlich willkommen in unserer schönen Deko-Runde. Geht hier immer ganz, ganz liebevoll zu. Das ist das A und O, das ist unser Credo. Wir haben einfach Spaß an schönen Dekorationen, wir haben Spaß an einem schönen Zusammenhalt, wir sind füreinander da, wir
tauschen uns aus in der Dekoration. Ich zeige euch das sehr, sehr gerne. Hier haben sich tolle Freundschaften schon gebildet, wie früher die Brieffreundschaften, geht es jetzt über Facebook. Viele haben sich noch gar nicht wirklich gesehen, haben sich aber hier über die Dekorationsgruppe befreundet und das finde ich total süß. Dafür ein großes Herzchen von mir. Also fühlt euch herzlich willkommen, schreibt mir gerne auch mal ein Hallo, damit ich sehe, wer dabei ist. Und weil sonst sehe ich das ja leider nicht, sehe tatsächlich, dass wir ganz, ganz viele Zuschauer haben. Wir sind jetzt bei über 170, was großartig ist. Freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber. Aber nur wenn ihr ein ganzes kurzes Hallo schreibt, dann weiß ich natürlich auch, wer es ist. Ja, Irene, ne? Also unsere treue Gruppe, der Kern ist immer da, aber es ist schön, wenn sich das auch ein bisschen erweitert. Und das freut mich riesig, weil das tut auch Not. Ja, das braucht natürlich auch. Aber es ist auch schön, wenn man sich besser austauschen kann. Und es ist natürlich immer schön, wenn man sich da austauschen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man herzlich willkommen ist, wo man liebevoll aufgenommen wird und wo man einfach eine gute Zeit hat. Die Zeit immer Mittwochabend 19 Uhr und Sonntag um 11 Uhr sind die zwei festen Zeiten, wo ich immer live bin hier auf Facebook, wo ich euch Dekorationsideen zeige, wo ich euch Insider-Tipps gebe, was sind die Trends, was kommt in Zukunft, worauf arbeiten wir hin, worauf dürft ihr euch freuen, wo ich gerne eure Tipps aufnehme, wenn ihr so Ideen habt, wonach ich suchen soll und was ich uns besorgen soll. Das mache ich natürlich gerne auch in der Zeit. So, noch geredet und noch ein bisschen dekoriert, würde ich sagen, oder? Also, das hatten wir jetzt. Jetzt kommen wir zu Dagmar. Zu Dagmars Wunsch. Also Wünsche erfülle ich ja sehr gerne, manchmal etwas später, aber jetzt ist es soweit. Das tolle Windlicht, leider ist ja schon ausverkauft, ich weiß, aber dazu die Deko-Ideen, wer sich das geschnappt hat. So. Ihr fiebert alle mit, ihr seid jetzt süß, meine Deko-Häschen. So, die Sonnenblume darf auch noch ein bisschen mitspielen, die biegen uns ein bisschen ein. So, die darf dann hier ganz präsent mit dabei sein. Dann finde ich zum Beispiel großartig zu dem Windlicht die Luxury-Eule. Die liebe Lara schreibt schon genau, wenn es Fragen gibt, einfach schreiben. Was ich überlese, wird gerne wiederholt von meiner lieben Assistentin Vivi, meine rechte Hand sozusagen. Und Lara passt auch immer ganz gut auf. Das finde ich auch immer süß. Und generell werden natürlich auch von uns allen Fragen gerne beantwortet. Je nachdem, wer schneller ist. Also das wäre meine Idee zu dem Windlicht in Gold. Die Eule zum Beispiel, das passt extrem schön zusammen. Aber richtig, richtig toll finde ich die Kombination zu dem Baum mit den Elefanten. Weil die Elefanten natürlich Gold auch drin haben. Die haben Silber mit drin, die haben Kupfer mit drin. Das ist übrigens der kleine, mit dem man sieht. Wirklich in diesem tollen Luxury-Style, darunter findet ihr das auch auf www.styleyourhome.de, ist oben die erste Kategorie, meine Lieblingskategorie, wobei nein, da ist gerade noch Christmas in July. Wir hatten ja letzten Sonntag angefangen und die Kategorie bleibt jetzt nur noch bis heute, ab morgen stricken wir die Webseite noch mal ein bisschen um, trotzdem könnt ihr Weihnachtssachen natürlich jederzeit kaufen, aber dann ist die Luxury-Style-Kategorie wieder ganz oben und die Herbstkategorie ganz süß mit den Elefanten und den haben wir eben in groß und in klein. Ihr habt es vielleicht gestern auch bei QVC gesehen oder heute in meinem Posting. Ich hatte das zu dem schönen Duft Luxury Style oder Luxury Dream ist ja mein toller Feigenduft und da fand ich die Elefanten auch so süß, weil die so den Rüssel hochheben Richtung Schnuppernase, Richtung leckeren Duft von mir, von Style Your Home. Und das finde ich aber auch mit dem Baum hier sehr, sehr schön. Einmal, guck mal, wenn du das siehst, der kleinere Elefant, der so ein bisschen davor stehen kann. Und der andere ist hier ein bisschen größer. Guck mal, der guckt schon fast über das Windlicht hinaus. Und ich stelle das nochmal hin, würde das ein bisschen im Hintergrund, so aber mittig, den Baum leuchten lassen und den kleinen und tatsächlich auch den großen Elefanten so Richtung Baum. So wie man das auch sieht in der Natur. Ich mache gleich die Grätsche. Aber wir haben es ja auch schon 11.44 Uhr. Ein paar kleine Tipps kommen auf jeden Fall noch mit. Wenn ich sollte weg sein, dann ist der Bescheid. Es ist keine Seltenheit. Obwohl ich geladen habe. Ich gehe zu, aber ich habe so viel gedattelt vorhin.
dass der Akku da schon wieder so schwach ist. Und dann, ne? Aber noch sind wir da. Das finde ich wirklich auch eine ganz, ganz niedliche Idee, auch als Ganzjahresdekoration in dem Luxury-Style. Kerstin schreibt, mein lieben Dekohasen, du wünschst uns einen schönen Sonntag, den wünsche ich dir auf jeden Fall auch schon mal, meine Liebe. Ich habe noch was glitzert. Und zwar auch mein schöner Glitzervogel auf. Ich überlege gerade, ist nicht auf dem Sockel, sondern hier, Dings. Sag mal schnell. Vom Tannenbaum. So. Helft mir mal bitte weiter. Ich komme gerade nicht drauf, wie das heißt, wo der Vogel drauf sitzt. Ihr Lieben. Sagt mal schnell. Tannenzapfen. Ah, so, Zapfen. Ja, wirklich. Tannenzapfen, genau. Tannenzapfen. Danke, 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 danke. Jo, auf dem Tannenzapfen. So, Gott sei Dank. Hallo, liebe Silvia, grüß dich. Genau, das finde ich auch noch eine süße Idee in der Kombination. Ich mache die auch mal aus, damit ihr seht. So, also diese Champagnertöne kann man auf jeden Fall auch gut kombinieren. Mein absolutes Highlight ist auf jeden Fall sind die Elefanten. Aber liebe Dagmar, es passt auch sehr schön zu deiner Eule, zu deinem Eulenpaar. Das kannst du auf jeden Fall auch gut zusammen dekorieren. Also das ist unbedingt empfehlenswert. Habe ich noch was eigentlich? Ah, oh, das Eichhörnchen. Ich denke so, was ist denn da für ein rosa, was ist denn da für ein rotes Puschel, was hier da am Fenster lang schwirrt? Das Eichhörnchen. Na, dann muss ich doch hier auch nochmal das Eichhörnchen dazu dekorieren. Genau, siehst du, das war die Eingebung. Ich dekoriere ja gerne auch das, was mir gut gefällt und was ich in der Natur auch so sehe. Lass mich da inspirieren. Finde ich auch süß. Guck mal, die Eichhörnchen werden jetzt in der Herbstdekoration, gerade die zwei kleinen mit dem Gold beglittert, auch eine sehr schöne Ergänzung, wenn du sagst, du möchtest da noch was Niedliches dazu. Also ich glaube, entweder elegant oder niedlich, das kannst du dann entscheiden oder auch immer wieder anders machen. Silvana, ich wünsche dir auch einen schönen Sonntag. Schön, dass du dabei gewesen bist. Das ist ja hier um Eichhörnchen. Genau. Das hat hier schon mal wieder geguckt, aus was noch abgrasen kann. Also ich glaube, ich habe soweit euch alles gezeigt, wo die Fragen auch offen waren. Denkt gerne an die Sonnenblume und macht euch noch einen schönen Sonntag in der Dekoration. Dekoriert gemütlich. Ich mache, glaube ich, auch noch das ein oder andere Foto hier. Und dann sehen wir uns sehr, sehr gerne am Mittwochabend um 19 Uhr wieder zu unserer Deko-Sprechstunde. Wie gesagt, mit der Eule gefiel dir das am besten. Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist auch sehr, sehr schön zusammen. Da könnte man jetzt aber auch hinten nochmal das ein bisschen kombinieren. Die Blätter noch dazu. Auch so rot, süß, oder? Und dann möchte ich noch ein bisschen Deko dazu, die Sonnenblume. Ich find's schön. In dem Sinne, genau, Dagmar sagt es, ich freue mich auf Mittwoch zu unserer nächsten Deko-Sprechstunde um 19 Uhr. Ich freue mich auf eure Deko-Fotos und dann müssen wir tatsächlich auch die Deko-Galerie mal langsam frisch machen für den Spätsommer und die Herbstdekoration. Vieles habt ihr ja schon, da müssen wir mal wieder neue Deko-Ideen für die neuen Deko-Hasen bringen. Der Friede auch für dich und für alle anderen, die es gut gebrauchen können. Gute Besserung in dem Fall. Auf jeden Fall ganz viel positive Vibes von mir, damit ihr schnell gesund werdet. Lachen hilft auf jeden Fall immer. Ein gemütliches Zuhause hilft auch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Gesundheit. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht es euch gemütlich. Das draußen mal schon kurz spazieren. Das Laub fällt schon. Es riecht ganz herrlich nach frischem Laub. Und deswegen bin ich auch wirklich schön
motiviert in der Dekoration, ein bisschen herbstlich einzudekorieren. Der Zwischenschritt, wer es nicht ganz so herbstlich haben möchte, geht auf jeden Fall in die Bärentöne. Das ist ein schöner Übergang, auch mit den Hortensienblumen und Hortensienkränzen in dem Bärenton. Das macht den Übergang von Sommer zu Spätsommer zu Herbst einfacher und leichter. In dem Sinne, alles Liebe und Lachen ist die beste Medizin. Ingrid, besser konnte man es nicht sagen. So, wir bemühen uns, machen ganz schnell eure Pakete auch ready, damit ihr schnell dekorieren könnt und wir uns auf neue Fotos freuen können. Genau, Kerstin, die Ehre muss sein. Michael, der Laub hängt noch an den Bäumen. Das ist gut, bei uns hier draußen in Düsseldorf, es liegt schon alles unten. Oder viel schon. Danke, liebe Cornelia, bis Mittwoch, Sonja, ganz genau. Mal gucken, was wir so an Schlumpfhausen basteln können. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.